Ein 800 Kilogramm schweres Auto fährt mit der Geschwindigkeit 90 Kilometer pro Stunde. Berechne seine kinetische Energie. Hier die Angaben. Die Masse M vom Auto beträgt 800 Kilogramm und seine Geschwindigkeit V beträgt 90 Kilometer pro Stunde. Das heißt 90.000 Meter pro 3600 Sekunden, also 25 Meter pro Sekunde. Wir suchen die kinetische Energie von dem Auto, die wir in Joule ausdrücken. Und um diese kinetische Energie zu berechnen, nutzen wir diese Formel. Die kinetische Energie ist gleich zur Masse m mal das Quadrat der Geschwindigkeit v geteilt durch 2. Also in unserem Fall ersetzen wir m durch 800 und v durch 25, also so. Und diese Rechnung ergibt 250.000. Was also bedeutet, dass die kinetische Energie von dem Auto 250.000 Joule beträgt.